19.08.1998. Das letzte Jahr meiner Highschool-Ausbildung ist gekommen. Ich erwarte, dass ich in diesem Jahr lerne, meine Meinungen in einer zivilisierten, respektvollen Weise zu äußern. Ich erwarte, mehr über die Menschen um mich herum zu lernen, wie sie sich verhalten, über ihre Überzeugungen und gleichzeitig ihre Meinungen zu respektieren. Es ist ein hoher Wert, jeden zu respektieren dafür, was er ist und woran er glaubt, statt Stereotype und Vorurteile zu haben. Auch wenn es schwierig sein wird für manche Leute und auch für mich, erwarte ich, in meinem letzten Highschool-Jahr diese Dinge zu lernen. Ich bin unsicher, was ich erwarten soll. Aber es ist absehbar, dass ich mehr Spaß haben werde als in allen Schuljahren bisher. Und ich werde vermutlich zu entscheiden haben, wie der Rest meines Lebens aussehen wird. Insgesamt, glaube ich, wird das Jahr voller Überraschungen sein. Hass, mehr Hass. Die Geschichte von Eric und Dylan. Von Joachim Gärtner. Musik C. Schulz und FX Randomitz. Regie Thomas Wolferts. Die Stadt war auch um 1 Uhr nachts immer noch voller Aktivität, als der Mann ganz in Schwarz die leere Straße hinunterging. The town, even at 1 a.m., was still bustling with activity as the man dressed in black walked down the empty street. Der Mond war kaum sichtbar, versteckte sich hinter Wolken, gab der Atmosphäre etwas Frostiges. Was man am stärksten an ihm wahrnahm, war der Klang seiner Schritte. Behind the conversations and noises of the town, not a sound was to be heard from him except the dark, monotonous footsteps, combined with the jingling of his belt chains, striking the two visible guns. Mitten in den Gesprächen und dem Lärm der Stadt war kein einziger Laut von ihm zu hören, außer seinen dunklen, monotonen Schritten, verbunden mit dem Klirren seiner Gürtelkette, die an zwei deutlich sichtbare Pistolen schlug. Großartiger Anfang. Aber Dylan, um es besser lesbar zu machen, verwende doch bitte zwei Zeilen Abstand und eine größere Schrift. So ist es schwierig zu korrigieren. Sein Gesicht lag völlig im Schatten. Aber auch wenn ich seinen Ausdruck nicht sah, konnte ich doch seinen Zorn fühlen, der die Luft durchschnitt wie eine Rasierklinge. Er schien zu wissen, wohin er ging. Er blieb vor einer Bar stehen, dem Wasserloch, und wartete. Eine Gruppe von Schülern kam aus der Bar, ein paar von ihnen leicht angetrunken, der Rest nüchtern. Der zweitgrößte von ihnen sagte laut: Was machst du, Mann? Warum bist du hier? Der Mann in Schwarz sagte nichts, aber ich konnte fühlen, wie seine Wut wuchs. Großartige Details. Go ahead, man. Shoot me. I want you to shoot me. You won't. Goddamn Pussy. Los, Mann, schieß auf mich, sagte der größte Schüler. Ich will, dass du auf mich schießt. Ey, du willst nicht, verdammte Fotze? Ich fühle mich beleidigt von deiner vulgären Ausdrucksweise. Im Unterricht hatten wir doch über deinen Sprachgebrauch diskutiert. I want you to shoot me, damn Pussy. Zuerst war es schwach, aber es wuchs an Intensität und Kraft, als ich den Mann lachen hörte. Dieses Lachen hätte Satan in der Hölle erschauern lassen. This laugh would have made Satan cringe in hell. Die Geschäftigkeit der Stadt stoppte und alle Aufmerksamkeit war jetzt auf diesen Mann gerichtet. Einer der Schüler begann, sich langsam rückwärts zu bewegen. Drei Schüsse fielen. Drei Schüsse trafen den größten der Schüler in den Kopf. Das Licht der Straßenlaternen spiegelte sich in den Blutstropfen, als sie von seinem Schädel wegflogen. Die Blutspritzer regneten auf die Kumpel des Schülers nieder, die zu sehr gelähmt waren, um wegzulaufen. Die restlichen vier Schüler wurden nicht so systematisch hingerichtet, aber mit mehr Wut. Der Mann entlud eine seiner Pistolen in die Gesichter der vier Unschuldigen. Ihre leblosen Körper fielen mit bemerkenswerter Schnelligkeit. Es war still, als er wieder an mir vorbeikam. Er blieb stehen und sah mich an mit einem Blick, den ich niemals vergessen werde. Wenn ich jemals eine Ahnung von Gott hätte, würde er aussehen wie dieser Mann. Der Mann lächelte, und in diesem Moment, ohne mein Zutun, verstand ich seine Taten. Was für ein Schluss. Du bist ein ausgezeichneter Schreiber und Geschichtenerzähler, aber mit dieser hier habe ich ein paar Probleme. I want you to shoot me, damn pussy. Auf die meisten Leute wirke ich, naja, fast unheimlich, aber ich wirke nur so, weil die Leute Angst haben vor dem, was sie nicht verstehen. Ich habe lange Zeit verleugnet, wer ich wirklich bin, bis zur Highschool. Myself and Dylan. Our friendship actually grew pretty quick because we both enjoyed our Nintendo
Ich war Dylans bester Freund schon in der Grundschule. Wir spielten gemeinsam Nintendo und Computer. Wir mochten beide keinen Sport. Und wir waren beide in der Theatergruppe. In der zweiten, dritten Klasse waren wir beste Freunde. We ended up being in a lot of the same activities. We were in the plays together. We were both in computer labs, video classes, whatever it may be. We still were in a lot of the same clubs. It kind of worked out. It was kind of funny. Okay, hier mal ein bisschen Poesie. Die Existenz ist ein großer Korridor. Das Leben ist einer der Räume. Der Tod streicht durch die Türen und der immer existierende Antrieb ist vor allem die Neugier, sich den Flur entlang zu bewegen, durch die Türen die Räume zu erforschen, den nie endenden Korridor entlang. Ach Gott, ich hasse mein Leben. Ich will wirklich echt jetzt sofort sterben. Ich bin ein Gott der Traurigkeit, verbannt in diese ewige Hölle. Ich bin Gedicht. Ich bin ein netter Typ, der es hasst, wenn Leute ihre Cola-Dose nur ein bisschen öffnen. Ich frage mich, wie mein Fußballteam im Frühling abschneiden wird. Ich höre mich die Zündung einer F-15 betätigen. Ich sehe mich fliegen. Über allen anderen. Ich will fliegen. Ich bin ein netter Typ, der es hasst, wenn Leute ihre Cola-Dose nur ein bisschen öffnen. I met Eric early on my freshman year in high school, doing a haunted house with a friend. Eric traf ich erst auf der High School in der Theatergruppe. Wir spielten A Haunted House von Virginia Woolf. Dinge, die mich unterscheiden. Erstens meine Liebe zu einem Computerspiel namens Doom. Doom ist so in mein Hirn gebrannt, dass meine Gedanken fast immer mit dem Spiel zu tun haben. Es ist also sozusagen mein Leben. Tatsache ist, ich liebe dieses Spiel und wenn jemand sagt, das ist doch nur ein Spiel, antworte ich, das interessiert mich nicht. Zweitens meine Träume. Träume sind eines der persönlichsten Dinge eines Menschen. Und ich weiß, dass meine Träume mich von anderen unterscheiden. Drittens mein Auto. Niemand außer mir und meinem besten Freund hat ein so mickriges Auto mit einem Rammstein-Sticker drauf. Viertens die Gewehrkugel, die an meinem Rückspiegel hängt. Fünftens meine Probleme, Aggressionen zu kontrollieren. Sechstens, ich kann ein Stück von einer Cola-Dose abbeißen, nur mit meinen Zähnen. I think was the first time I really got to know Eric. And our relationship was fire and ice. It was sometimes great, because he was a very intelligent, very computer savvy, huge geek. Ich glaube, es war in der Theatergruppe, dass ich Eric das erste Mal traf. Unser Verhältnis war wie Feuer und Eis. Other times, it would be considerably worse. Manchmal war es toll, denn wir waren beide die gleichen verrückten Computer-Nerds. And he would go and flip out over. Aber manchmal flippte er einfach aus, nur weil ich mit jemand geredet hatte, den er nicht mochte. Er war immer so. Weißt du, was ich hasse? Dumme Leute. Warum müssen so viele Leute so dumm sein? Weißt du, was ich liebe? Sich über dumme Leute, die dumme Sachen tun, lustig machen. Wie das eine Mal, als ich diesen Erstklässler beobachtet habe, wie er versuchte, einen Computer zu nutzen, für den man ein Passwort brauchte. Er tippte das Passwort ein und wartete. Dieser Behinderte drückte nicht Enter oder was immer. Er wartete einfach. Jesus! Ich persönlich finde, solche Leute sollte man 1 Million Mal ins Gesicht schlagen oder so. Weißt du, was ich hasse? Country Music! Weißt du, was ich hasse? Homosexuelle. Das ist ganz einfach falsch. Weißt du, was ich liebe? Natürliche Selektion. Verdammt nochmal, das ist das Beste, was der Welt jemals passiert ist. All diese dummen und schwachen Organismen loswerden. Aber das ist alles natürlich. Ja, ich wünschte, die Regierung würde alle Warnschilder abschaffen, damit all die Idioten sich irgendwo schwer verletzen oder sterben. Und bumm, keine Idioten mehr. Weißt du, was ich hasse? Rassismus. Jeder, der Schwarze, Asiaten, Mexikaner oder Leute aus einem anderen Land oder einer anderen Rasse hasst, nur weil sie nicht von hier sind oder eine andere Farbe haben. Whoopie freaking do, man! Und das gilt auch für Schwarze. Es ist auch für Schwarze möglich, Rassisten zu sein, weißt du? Ihr seid alle Abfall. Lasst mich euch nicht dabei erwischen, wie ihr euch über jemanden lustig macht, nur weil er eine andere Farbe hat. Denn dann komme ich und breche euch eure scheiß Beine mit einem Plastiklöffel. Egal, wie lange es dauert. Weißt du, was ich liebe? Auf Sachen einschlagen. Bis ich dann seine Website fand. One day I found his website and lo and behold he wanted to murder me.
And it wasn't like, oh, I'm gonna kill Brooks. Das war nicht mehr lustig. Das war nicht so dahergesagt, wie ich auch oft sage, den bringe ich um, der ist verrückt. Eric hatte eine Prämie ausgesetzt für jeden, der mir den Kopf abschneidet und ihn überbringt. Meine Überzeugung ist, wenn ich etwas sage, passiert das auch. Ich bin das Gesetz. Wenn dir das nicht passt, stirbst du. Ich kann gar nicht warten, bis ich euch alle töten kann. Ich werde einfach in irgendein Zentrum irgendeiner großen Scheißstadt gehen und in die Luft jagen und erschießen, was immer ich kann. Ich habe kein schlechtes Gewissen, keine Scham, ich sage fuck you. Es ist mir egal, ob ich lebe oder bei der Schießerei sterbe. Alles, was ich will, ist töten und verletzen. So viele von euch Arschlöchern, wie ich kann. Speziell ein paar Leute wie Brooks Brown. That was taken in 1998 as a suspicious incident because it wasn't a crime. There wasn't a direct threat. Für uns bei der Polizei war das ein verdächtiger Vorfall, aber keine Straftat. Ich erkläre das immer so. Wenn ich Ihnen einen Brief schicke, dass ich Sie hasse und umbringen will, dann ist das eine direkte Drohung. Wenn ich das Gleiche zu Hause an die Wand schreibe und Sie durchs Fenster schauen, ist es dann eine direkte Drohung? Nein. Und mit dem Internet ist das genauso. Es gab einfach keinen hinreichenden Verdacht, um gegen Harris vorgehen und das Haus der Familie durchsuchen zu können. And could not establish probable cause because we couldn't show that a crime had been committed. Donnerstag, 24. September, Erl König auswendig lernen. Dienstag, 29. September, Rohrbombe ausprobieren, Problem mit Rauch lösen, zweiten Bunker finden. 9-Inch Nails Video. Mittwoch, 30. September, Donuts backen für Oktoberfest. Eric Harris, Columbine High School Kalender 1998-99. Wappenfigur Rebell. Schulfarben Blau und Silber. Motto: Strebe nach Spitzenleistungen. Donnerstag, 8. Januar. Macht für die, die auf sie scheißen. Freiheit für die, die darum kämpfen. Sex für die, die dafür zahlen. Dienstag, 2. Februar. Die Spirale nach unten. Mittwoch, 11. März. Das Leben ist süß. Freitag, 16. Oktober. Keine Schule. Ziele? Harmonie? Toleranz? Die sind so scheiße komisch. Vision. Wir, die Götter, werden so viel Spaß haben als Natural Born Killers. Feinde töten, Zeug in die Luft sprengen, Bullen umbringen. Gott, so viele Leute müssen sterben. Weißt du, was ich hasse? Menschen, ja. The irony here is that Eric and Dylan apparently did a very good job of keeping this plan, which went on for at least a year, to themselves. And that in itself is pretty extraordinary. Als wir beim FBI die persönlichen Aufzeichnungen der beiden Jungs studierten, wurde uns klar, wie intelligent und clever sie gewesen waren. It's enough to get someone concerned who reports it to someone in authority. Eric and Dylan did a very good job of keeping this plan hidden. Es war ihnen gelungen, ihren Plan geheim zu halten. Und das, obwohl sie mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren und mit ihren Eltern zur Beratung mussten. They had gotten in trouble with the local law enforcement, with some minor vandalism. And then finally they were officially in a diversion program, having broken into the van. Ich muss einfach nur lügen und täuschen, dann ist alles gut. Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeit, Leute zu betrügen. Hoffentlich halte ich das bis April durch. And both of them, particularly Eric, were able to convince authorities that. Und gerade Eric konnte alle davon überzeugen, dass er sich bessern würde. Sehr geehrter Mr. Ricky Becker, mein Name ist Eric Harris. An einem Freitagabend Ende Januar brachen mein Freund und ich in ihren Lieferwagen ein und stahlen verschiedene Dinge. Ich nehme an, sie empfanden eine Menge Wut und Enttäuschung, als sie davon erfuhren. Wenn es mein Auto gewesen wäre, wäre ich extrem wütend und frustriert gewesen und hätte das Gefühl, Opfer einer Gewalttat geworden zu sein. Ich hätte mich unwohl gefühlt, wieder in meinem Auto zu fahren, in dem Wissen, dass jemand anderes ohne meine Erlaubnis darin war. Es tut mir ehrlich leid. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich getan habe und für jegliche Unannehmlichkeit, die ich Ihnen, Ihrer Familie oder Ihrer Firma bereitet habe. Hochachtungsvoll, Eric Harris. He has the capability of putting on a very good facade. He can read people very well,
and can and did tell people what they wanted to hear. Es gibt eine Menge Leute wie Eric, die nach außen eine perfekte Fassade zeigen, die andere Leute manipulieren, ausnutzen, belügen. You know, there are many people around who feel just like Eric did, but it usually does not. Aber bei den meisten davon bricht das nicht in Gewalt aus. Man konnte nicht vorhersehen, was später passierte. Ich könnte Sie sogar davon überzeugen, dass ich den Mount Everest draufklettern werde oder dass ich einen Zwillingsbruder habe, der aus meinem Rücken herauswächst. Ich kann euch alles erzählen. Es ist ein echt gestörtes Gefühl zu wissen, in 2,5 Wochen wirst du tot sein. Wir planen das seit mehr als 8 Monaten. Mindestens. Meine Eltern sind die besten Scheißeltern, die ich jemals kannte. Mein Vater ist großartig. Ich wünschte, ich wäre ein Scheiß-Soziopath, dann würde mir nichts leid tun. Aber es tut mir leid. Das wird sie zerreißen. Es gibt nichts, was sie hätte tun können, um das zu verhindern. Es ist niemand schuld daran, außer mir und Dylan alias Wodka. Unsere Aktion ist ein Zwei-Mann-Krieg gegen alle anderen. Am 30.04.99 um ca. 16.35 Uhr befrage ich als Leiterin der polizeilichen Ermittlungen Susan und Tom Klebold, die Eltern von Dylan Klebold. Die Klebolds sagen aus, dass Dylan am 9.11.81 geboren wurde und ein gesundes, glückliches Kind gewesen sei, das sich zu einem sehr gescheiten Jungen entwickelt habe. Er nahm auch an einem hochbegabten Förderprogramm von der 3. bis zur 6. Klasse teil. Mr. Klebold gibt an, dass er und sein Sohn eine sehr enge Beziehung gehabt hätten. Dylan sei sein bester Freund gewesen und er habe viel Zeit mit ihm verbracht. Mr. Klebold sagt, er glaube, sein Sohn habe eine sehr ähnliche Persönlichkeit wie er selbst gehabt. Ich frage mich, wie, wann ich so vor die Hunde gegangen bin mit meinem Bewusstsein. Wann Dylan Bennett Klebold von dieser Einheit bedeckt wurde, die Dylans Körper enthält. Wenn ich die Leute in der Schule sehe, manche gut, manche schlecht, ich sehe, wie anders ich bin. Sind wir das nicht alle, wirst du sagen. Aber ich bin es in einem so viel größeren Maßstab des Andersseins. Ich passe da nicht rein. An Selbstmord zu denken, gibt mir Hoffnung, dass ich an meinem Platz sein werde, wo auch immer ich hingehe nach diesem Leben, dass ich mich endlich nicht mehr im Krieg befinde mit mir selbst, der Welt, dem Universum. Zeit zu sterben, Zeit frei zu sein, Zeit zu lieben. Mr. Klebold gibt an, dass für Dylan der Übergang zur Junior High School schwierig gewesen sei. Und Mr. Klebold fand das schmerzlich, denn er kannte die Probleme. Er sagt, er und seine Frau seien keine abwesenden Eltern und sie seien immer für Dylan da gewesen. Mrs. Klebold sagt, Dylan sei tolerant gewesen, sogar ausgeglichen und habe niemals freche Antworten gegeben. Die Klebolds sagten aus, dass Dylan höflich gewesen sei und dass er es bis zu dem Tag gewesen sei, an dem er starb. Wir, die Götter, werden so viel Spaß haben. Feinde töten, Zeug in die Luft sprengen, Bullen umbringen. So viele Leute müssen sterben. Sie werden wissen, was es heißt, wenn Götter angepisst sind. Die kleinen Pussys werden die Patronen und die Kugeln spüren. Mrs. Klebold gibt an, das einzige Mal, dass sie Dylan weinen sah, sei einmal gewesen, als er aus der Schule kam und in sein Zimmer ging. Dylan habe damals eine Kiste mit Stofftieren aus dem Schrank genommen und sich selbst unter den Stofftieren begraben und sei so eingeschlafen. Mrs. Klebold sagt, sie habe herauszufinden versucht, was los gewesen sei. Aber Dylan habe ihr nie erzählt, warum er geweint habe. Ich würde euch Scheißköpfe gerne alle sterben sehen. Natural Born Killers, ich liebe es. Irgendwann im April werden ich, Rebel und Dylan Wodka Rache nehmen und die natürliche Selektion ein paar Stufen raufschrauben. Wir werden ganz schwarz angezogen sein. Dusters, schwarze Army-Hosen und schwarze T-Shirts mit der Aufschrift V für Wodka und R für Rebel. Wir werden eine Terroristentasche gefüllt mit Rohrbomben, eine Menge Schrapnells, Chlorbomben, Feuerbomben und Rauchbomben dabei haben. Am ganzen Körper werden wir Waffen tragen. Wir werden Sonnenbrillen anhaben, wenn wir die Schule betreten und uns ganz ruhig auf unsere Plätze setzen. Es wird gerade irgendein Wissenschafts- oder Band- oder Englischprojekt laufen, wenn wir anfangen, laute Musik zu spielen, die ersten Kracher werfen und wenn dann das Chaos ausbricht, werden wir die ersten Bomben zünden. Es wird sein wie die Unruhen in Los Angeles, Oklahoma City Bombing, der Zweite Weltkrieg und Vietnam und Doom zusammen. Ich möchte einen bleibenden Eindruck auf der Welt hinterlassen. Und wenn wir durch irgendeinen verrückten Zufall überleben und fliehen können, dann werden wir ein Flugzeug entführen und es in New York abstürzen lassen.
Shockwave, massive attack, atomic blast, son of a gun, superhero number one. Ist sie meine erste Liebe? Oh Gott, ich bin mir fast sicher, dass ich sie liebe. Ich liebe alles an ihr. Von ihrem schönen Körper, ihrem beinahe perfekten Gesicht, ihrem Charme, ihrem Witz, dass sie nicht beliebt ist. Ihre Freunde, einige. Ich hoffe einfach, sie mag mich so sehr, wie ich sie liebe. Ich denke jede Sekunde, jeden Tag an sie. Ich will bei ihr sein. Ich stelle mir vor, wie ich und sie gemeinsam Dinge tun, den Klang ihres Lachens, das Bild ihres Gesichts. Ich liebe sie. Ich hoffe, sie mag Techno. Ich liebe dich, Dylan. Meine Gedanken, Gott. April 1998. Gebt die Erde den Tieren zurück. Sie haben es unendlich viel mehr verdient als wir. Wenn ihr euch an eure Geschichte erinnert, die Nazis hatten die Idee einer Endlösung für das Judenproblem. Tötet sie alle. Okay, für den Fall, dass ihr es immer noch nicht verstanden habt. Ich sage, tötet die ganze Menschheit. Niemand soll überleben. Du stirbst, verbrennst, schmilzt, verdampfst, verrottest, verdammt nochmal, verschwindest einfach. Ja. Ich denke nur gerade, ob ich will, dass wirklich alle Menschen tot sein sollen oder vielleicht nur die sogenannten zivilisierten, die entwickelten, berühmten Orte auf der Erde. Vielleicht ein paar kleine Stämme von Eingeborenen im Regenwald übrig lassen. Weiter darüber nachdenken. Ich will sterben. So sehr, so traurig, verzweifelt, unrettbar, einsam fühle ich mich. Nicht fair, das ist nicht fair. Ich wollte Glück und ich habe es nie gekriegt. Fassen wir mein Leben zusammen. Mein bester Freund hat mich betrogen. Er genießt die Liebe, die ich nie kannte. Die eine, von der ich glaubte, sie sei meine echte Liebe, ist es nicht. Den gemeinsten Streich haben sie mir gespielt. Eine falsche Liebe. In Wirklichkeit bin ich ihr scheißegal. Sie kennt mich nicht einmal. Ich habe kein Glück, keine Ziele, keine Freunde und keine Liebe. Eric and Dylan were definitely the outcasts of the outcasts. They didn't even fit in with the losers. Jeder macht sich dauernd lustig über mich, wie ich aussehe, wie schwach ich bin und lauter Scheiße. Okay, ich werde es euch allen zurückzahlen. Endgültige, verfickte Rache. Ihr hättet mir mehr Respekt zeigen können, mich besser behandeln, mich um Rat bitten. Vielleicht wäre ich dann nicht bereit, euch eure scheiß Köpfe runterzureißen. Ich hasse Leute und sie hätten besser Angst vor mir. Ja, ich hasse und ich nehme an, ich will, dass sie es wissen. Ja, ich bin ein Rassist und ich habe nichts dagegen. Hass, ich bin voller Hass und ich liebe es. O-N-T-O-P, this is where we gonna be. O-N-T-O-P, this is where we gonna be. O-N-T-O-P. Eric and Dylan were definitely at the bottom of the pile. Columbine had a very vicious hierarchy. There were the jocks at the top, the jocks and the jockettes, I guess is the best way to put it, the girls who were the best looking with the most money in all the activities. They were number one. Ich habe mich auch über Eric und Dylan lustig gemacht. In der Klassenhierarchie waren sie unterste Unterschicht. Erst kamen die Sportler, dann die Mädchen, die am besten aussahen und die das meiste Geld hatten. Und ganz, ganz unten kamen Eric und Dylan. Freshmen could make fun of them. Erstklässler konnten sich über sie lustig machen. Und das ist heftig, wenn du in der Oberstufe bist. The different kinds of people who felt free to mock Eric and Dylan all the time, whether it was knocking them down, elbowing them into lockers. Sie bekamen Schläge in den Magen, Tritte, die Leute warfen Essen auf sie, lachten sie aus. Ich kenne das auch. Ich hatte echt eine beschissene Zeit in der Schule. Aber sie kriegten es zehnfach ab. And I had a crap time in high school. It happened to them tenfold. Ich hasse euch dafür, dass ihr mich von allem, was Spaß macht, ausgeschlossen habt. Und nein, sagt jetzt nicht, na ja, das ist dein Fehler, denn das ist nicht wahr. Ihr hattet meine Telefonnummer und ich hab euch gefragt und alles. Aber nein, 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 lasst diesen wirr aussehenden Eric nicht mitkommen. Oh, scheiße, nein.
Ich versuchte, in die Shotgun geladen zu werden, aber ich blieb in der Munitionskammer stecken. Aline, meine Shotgun, dachte, ich wäre schon ganz drin und versuchte zu feuern. Aber sie war zu vorsichtig, was sie selbst betraf, denn sie hatte einen Sicherheitsmechanismus, der sie daran hinderte zu feuern. Ich war angepisst, weil sie nicht merkte, dass ich festsaß und zu feuern versuchte. Naja, solche Sachen passieren halt. Schließlich befreite sie mich doch und lud mich neu. Ich habe immer noch Kratzer an meinem Rücken von der verdammten Munitionskammer. Zwischen Aline und mir gibt es also weiterhin böses Blut. Also Leute, das war ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte von Rebel. Zusammen mit Wodka ging ich heute in die Stadt und erwarb Folgendes. Eine zweiläufige 18mm Shotgun, eine 18mm Pump Action Gun, eine 9mm Karabiner, 250 9mm Patronen, 15 18mm Geschosse, 40 Shotgun Patronen, zwei Klappmesser und insgesamt 4 10er Packungen für den Karabiner. Wir haben Waffen. Wir haben sie doch noch gekriegt, die Hurensöhne. Buga buga. Jetzt ist alles vorbei. Fühlt sich gut an, frei zu sein. Ich liebe Hobbs und Nietzsche. This is... Try to hit the tree. I want to see what a slug does to the tree. Yeah. Ready? Yeah. That's a fucking slug. Imagine that in someone's fucking brain. And it hurt my wrist like a son of a bitch. I bet so. Was für ein Einschuss. Stell dir das im Hirn von jemand vor. Waffen sind böse. Guns are bad. When you saw them off and make them illegal, bad things happen to you. Just say no to sawed-offs. Sag nein zu abgesägten Waffen. No, no, no. Das ist Aline, meine Shotgun. Ich habe sie nach Aline Sanders aus Doom benannt. Ihr werdet sie im April auf meiner Leiche finden. Und hier, dieses Messer habe ich für $15 gekauft. Hier an der Seite, da ist ein Hakenkreuz eingeritzt. Hier habe ich eine Tasche voll mit kompletten Rohrbomben, unsere Beta-Ladung. In dieser Kammer bewahre ich Aline auf. Und dort in der Ecke, die Kaffeekanne, ist voller Schwarzpulver. Ihr werdet alle sterben, und zwar bald. Ich hoffe, ihr bekommt eine Ahnung, wovon wir hier reden. Ihr müsst alle sterben. Wir müssen auch sterben. Wir müssen eine verdammte Revolution lostreten. Die meisten Tode in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Hoffentlich. Ich küsse meine Shotgun. Wir hoffen, ich hoffe, wir töten 250 von euch. Es werden die nervenaufreibendsten 15 Minuten meines Lebens sein. Sekunden werden sein wie Stunden. Ich kann es nicht erwarten. Ich werde zittern wie ein Blatt. Hass! Mehr Hass! Wenn ihr sehen könntet, wie viel Wut ich in den letzten 4 verdammten Scheißjahren angesammelt habe. Es ist 1.28 Uhr am Morgen des 15. März 1999. Die Leute werden sich das Datum merken. Oh, hätten wir sie nur früher erreicht oder dieses Tape gefunden. Sie werden einen Film aus unserer Geschichte machen. Ich hoffe, er wird viele Symbole haben. Doppelte Bedeutungen zwischen Schein und Realität und Vorzeichen und viel dramatische Ironie. Regisseure werden sich um diese Geschichte reißen. Ich weiß, wir werden Nachahmer haben, weil wir verdammt gottähnlich sind. Wir sind nicht wirklich menschlich. Wir haben menschliche Körper, aber wir haben uns eine Stufe höher entwickelt als ihr verfickte menschliche Scheiße. Wer soll den Film machen? Spielberg? Tarantino. No, you goddamn little bitch-ass piece of shit! Do not! God damn it. No, you goddamn piece of bitch-ass shit! Do not even screw with that little kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your... No! Okay, just keep recording so I can... Oh, turns go off, your garage are pretty cold there. No, you goddamn piece of punk-ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 friggin' months! Heute brauchen immer mehr Schüler Schutz vor täglichen Übergriffen. Die Trenchcoat-Mafia, Hitman for Hire, ist bereit, euch zu beschützen. Unser Geschäft ist es, Leute, die unsere Klienten ärgern, einzuschüchtern und notfalls zu beseitigen. Wir haben verschiedene Waffen zur Verfügung. Allerdings weiß jeder, dass Waffen auf dem Schulgelände verboten sind. Deshalb werden wir den vollständigen Namen, Telefonnummer und Adresse unserer Zielperson herausfinden und ihn an einem geheimen Ort beseitigen, zum Beispiel am Boden eines Sees. Ein Tag Überwachung kostet $50.
Wenn du willst, dass wir jemanden so einschüchtern, dass er sich am nächsten Morgen nicht mehr aus dem Bett traut, macht das $100. Für die Beseitigung einer Person ist der Preis normalerweise zwischen $1,000 and $10,000. The video they made was almost creepy in its foreshadowing. Them in trench coats shooting jocks in the school. Für die Schule drehten sie einmal ein Video, Hitmen for Hire. Sie kommen in schwarzen Trenchcoats in die Schule, um die Außenseite unter den Schülern zu beschützen und erschießen die, die sie schikanieren. Die Stars der Klasse, die Sportlertypen. Damals dachte sich keiner was dabei. Es war einfach zu lustig. Sogar die Sportler lachten darüber, denn sowas gibt es in jeder Klasse. Aber von heute aus gesehen, wie konnten wir das übersehen? In retrospect, it's like, holy crap, how did we not know? What Eric said to some of his teachers. Seinen Lehrern, die besorgt waren wegen einiger Aufsätze und Videos, sagte Eric direkt ins Gesicht, wir sind hier in einer Klasse für kreatives Schreiben. Das ist rein fiktiv, eine bloße Idee. This is a creative writing class. I'm not saying I'm going to do this. This is simply an idea. Go ahead. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? Es sind nur noch zwei Wochen. Nur noch ein Wochenende. Es kommt verdammt schnell näher. Weißt du was? Beim Bowling stellt sich jeder vor, dass die Kegel jemanden darstellen, den man umbringen will. Schwarze, Juden, Mexikaner, das hilft. Da bowlt man besser. Frieden auf Erden ist unmöglich. Man kann im Internet lernen, wie man Bomben macht, Gift, Napalm und wie man Waffen kauft, ohne volljährig zu sein. Der scheiß Schnee ist schwul. Der Traum begann in meinem Auto. Dylan und ich versuchten, einen sehr steilen Berg hinaufzufahren zu irgendeiner Veranstaltung. Das nächste, an das ich mich erinnere, war, eine Bowlingkugel in einem großen, offenen Raum zu nehmen, wie in einer Hotelhalle. Dann rannten wir eine Treppe hinauf. Die ganze Zeit belästigten uns Leute aus der Schule, die ich nicht mag. Plötzlich brach unten Gewehrfeuer aus. Wir hörten, dass einige Leute angeschossen wurden und jede Menge hässliches Schreien und Stöhnen. Wir schauten ein paar Mal über das Treppengeländer und sofort schlugen Kugeln im Geländer und in den Wänden um uns herum ein. Unten war es jetzt leer, aber da waren mehrere Schatten, in denen böse, umnachtete Gestalten zu wohnen schienen. Nach einer langen Zeit kam ein Rettungsteam aus einer Tür neben uns und brachte uns aus dem Gebäude. Danach kann ich mich nicht mehr an vieles erinnern. Okay, sag's jetzt. Hey Mama. Ich muss gehen. Es ist noch eine halbe Stunde bis zu unserem kleinen jüngsten Gericht. Ich wollte mich nur bei euch entschuldigen für den Ärger, den ihr deshalb haben werdet. Weiß nur, dass ich an einen besseren Ort gehe. Ich mochte das Leben nicht besonders und ich weiß, dass ich glücklich sein werde, wo zum Teufel ich auch hingehe. Also, ich bin weg. Auf Wiedersehen. An jeden, den ich liebe. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, meine Mom und mein Dad werden einfach scheiß unglaublich schockiert sein. Es tut mir leid, okay? Ich kann's nicht ändern. Wir haben getan, was wir zu tun hatten. Morris, Nate, wenn ihr das hier überlebt, dann könnt ihr alles aus meinem Zimmer und dem Computerraum haben, was ihr wollt. Susan, tut mir leid. Ich will, dass du die Flight-CD bekommst. Das war's. Sorry, goodbye. Auf Wiedersehen. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student shot. In Columbine High School. Ich bin Lehrerin an der Columbine High School. Hier ist ein Schüler mit einer Waffe. Leute sind verletzt. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers, Die ganze Schule ist in Panik. Ich bin in der Bibliothek. Schüler runter auf den Boden, den Kopf unter den Tisch. Die Kinder schreien, die Lehrer versuchen, die Dinge unter Kontrolle zu kriegen. Wir brauchen Polizei. Bitte beeilen Sie sich. Walking into a school
that doesn't have normal school sounds to it is eerie. In eine Schule zu kommen, in der all die typischen Geräusche fehlen, ist beängstigend. Schuhe herumliegen zu sehen, die Kinder verloren haben, ist herzerreißend. Im Fernsehen haben sie die Opfer immer in alphabetischer Reihenfolge genannt. Ich denke immer an sie, wie ich sie an diesem Tag der Reihe nach gefunden habe. An den ersten, den ich fand, denke ich als erstes. So habe ich die Kinder dort in Erinnerung. Es wird sich anfühlen wie in einem gottverdammten Film. Ich werde mich zwingen zu glauben, dass sie alle nur Monster aus Doom sind. Former Humans oder Former Sergeants oder Dämonen. Wie beim Ego-Shooter. Sie oder ich. Ich muss meine Gefühle ausschalten. Columbine changed everybody's life. Whether they were a student, a parent, a teacher, a law enforcement officer, we've all changed. Columbine hat uns alle verändert. Oh my God, that was really close. That just rattled me. Okay. One of the worst things I've ever heard in my life, and I advise no one to listen to it, is the 911 tapes of the shooting in the library. And the recounts of it. Eines der schrecklichsten Dinge, die ich in meinem Leben gehört habe, ist das Notruftonband von der Schießerei in der Bibliothek. Okay, I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. Okay. Okay. I am on the floor. Okay. You've got the kids there. And I've got every student in the library on the floor. You better stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there. I'm a little okay. The gun is right outside the library door. Okay. Hass, mehr Hass. I went out for my smoke after fourth period and saw Eric in the parking lot. And he looked at me, said, Brooks, I like you now, get out of here, go home. Never forget the words. Nach der vierten Stunde ging ich raus, um eine zu rauchen. In der Schule darf man nämlich nicht rauchen. Und da sah ich Eric auf dem Parkplatz. Er schaute mich an und sagte, Brooks, ich mag dich, hau jetzt ab, geh nach Hause. Diese Worte werde ich nie vergessen. And I walked off to finish my cigarette, not thinking anything of what he had just told me. And I got down to the street where you need to go down a little corner because you're not allowed to smoke on school grounds. And I heard gunshots. Ich hörte Schüsse. Zuerst wusste ich nicht, was das war, weil da eine große Baustelle war. Aber dann hörte ich eine Shotgun und eine Explosion. Und da flippte ich aus. Then I heard a shotgun blast and an explosion. And that's when I freaked out. And the rest is kind of history. Ich bin wie ein fickender Hund. Ich habe Fantasien, wie ich jemanden nehme und hart und stark ficke. Ich nehme sie einfach mit auf mein Zimmer, reiße ihr die Kleider vom Leib, weide sie aus, esse sie auf und ficke sie hart. I love flesh. Weißes Fleisch. Ich liebe Fleisch. Ich liebe Rammstein. Ich will ein paar schwache Erstklässler packen und auseinanderreißen wie ein verdammter Wolf, ihnen zeigen, wer Gott ist. So viel zu tun und so wenig Zeit. Ich hatte Pausenaufsicht. Er war da draußen und hat geschossen. Er war in Schwarz. Er machte Wuhuhu. Ich habe gefragt, was ist los da draußen? Und ein Junge sagte, wahrscheinlich eine Spielzeugpistole, ein Videodreh. Verstehen Sie, die machen solche Videos. Ich habe gesagt, das ist keine Spielzeugpistole, das ist eine echte Waffe. Ich war gerade dabei, rauszugehen und zu sagen nein, und da hat er die Waffe direkt auf uns gerichtet und ich glaube, den Jungen hat er getroffen. Patty ist jetzt in der Bibliothek und Harris und Klebold laufen vor der Tür auf und ab und schießen und werfen Rohrbomben. Eric, if you listen, was not enjoying himself like Dylan was. Dylan was sadistically enjoying mowing down children. And Eric was almost like a soldier about it. He laughed about a few things, but he didn't make jokes or crack up. Like Dylan was laughing his ass off doing it. Wenn man genau hinhört, merkt man, dass es Dylan sadistische Freude gemacht hat, Kinder niederzuschießen. Er lachte sich den Arsch ab. Eric dagegen war wie ein Soldat auf einer fast göttlichen Mission. Dylan hatte das Leben satt und wollte einen spektakulären Abgang. For Eric, it was a mission from God almost. He was a soldier. For Dylan, it was something he wanted to do as a final hurrah. He was sick of life, gonna kill himself anyway, and he wanted to enjoy it. He completely broke from reality. I can't believe he's not out of the woods. He just keeps shooting and shooting and shooting. Okay, yeah, we've got a police officer on scene. Er schießt einfach und schießt und schießt. Okay, just try and keep the kids in the library calm. FBI-Protokoll 11:34 Uhr. Harris erschießt Burnell.
Harris schießt auf Tisch 15, schreit Yahoo. 11.35 Uhr, Schuss. Unbekanntes Geräusch, Schuss, Schuss, Schuss. Klebold schreit O. Oh. Klebold schießt auf Schnurr. Klebold schreit Rap. Harris schreit Yeah, Shit, Yeah. 8 Schüsse hintereinander, Klebold erschießt Townsend. Schreit Woo, Schuss, Schrei. 2 Schüsse, Schrei. Oh mein Gott, hilf mir. Ähnliche Sätze über mehrere Sekunden wiederholt. 11.36 Uhr, Harris schießt auf Nolan. Harris schießt auf Tomlin. 3 Schüsse. Harris schießt auf Tomlin. Schuss. Weibliche Schreie. 11.38 Uhr, 3 Schüsse. Klebold erschießt die Puter. Schuss. Schrei. Stimme von Klebold, Rap, komm her. Unverständlich. Stimme von Klebold, scheiß Problem. Stimme von Evan Todd, ich will nicht. Unverständlich. 11.39 Uhr. Stimme von Klebold, du verdammtes kleines Stück Scheiße. Stimme Klebold, Rap, bist du bereit? Stimme Klebold, tun wir's. Schuss. What we know now is they fired their first shots around 11:20 a.m. and they committed suicide no later than about 12:15 p.m. We know that they left the library 17 and a half minutes after they fired their first shot. And that's the last time they hurt or killed anyone except themselves. Wir wissen heute, dass sie ihren ersten Schuss gegen 11.20 Uhr abfeuerten. Die Bibliothek verließen sie 17,5 Minuten später. Da hatten sie 13 Schüler und Lehrer erschossen und 21 verwundet. Danach liefen sie fast 40 Minuten lang durch die Schule, in die Cafeteria, ohne noch jemanden zu verletzen, bis sie sich selbst umbrachten, um spätestens 12.15 Uhr. It was actually a very short period of time that they were actually shooting people. And it's not that they didn't have the opportunity after 11:35, they did. There was still plenty of potential victims in the school. They just chose not to shoot anymore. Es war nicht so, dass sie keine Gelegenheit mehr hatten, jemanden umzubringen. Sie haben es einfach nicht mehr getan. Vielleicht war es Game Over wie bei einem Videospiel oder die Wirkung des Adrenalins ließ nach. The adrenaline was starting to wear off. I don't think that they were walking around because they were bored. Sie konnten jedenfalls nicht raus, dort war die Polizei. Und ich glaube, sie wussten einfach nicht, was sie tun sollten, bis sie in die Bibliothek zurückgingen und sich selbst umbrachten. They finally ended up going back to the library and taking their own lives. We didn't realize that they committed suicide. Wir wussten damals bis 4:30 nachmittags nicht, dass sie sich um 12:15 Uhr erschossen hatten, bis zwei Spezialeinheiten in die Bibliothek vordrangen und es bestätigen konnten. Es wurde also über 4 Stunden lang live im Fernsehen berichtet, vermutlich auf der ganzen Welt. There is no school shooting that has received the notoriety that Columbine has. None before and none since. Weder davor noch danach gab es eine Schießerei in einer Schule, die so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Jeder bekam live im Fernsehen mit, was da vor sich ging. Und das ist genau, was solche verwirrten Jugendlichen wollen. And for those kids that are disturbed, that's the prize, that's the thing. In about the last 10 minutes, we understand that the shooters and still many students, unfortunately, are probably still inside the school. But this is certainly good news, Tony, to see so many young people be able to get to safety. The media and us are the ones that made Harris and Klebold, given that notoriety. Die Medien und wir, die Polizei, haben Eric Harris und Dylan Klebold so berühmt gemacht. They knew they were going to be famous. Und sie wussten genau, dass das passieren würde. The media made them famous. Here comes another police car. So the shuttle to freedom is underway. There they go. They'll load 3 or 4 or 5 students they can in each police car, and then they'll bring them back out to where they have the triage area to make sure that they're okay and hopefully reunited with their parents in just a couple of minutes. I didn't know you could put that many people in a police car, Jim, but I'll bet you they're happy to get in that car. What teenager doesn't want to be famous? Welcher Teenager will nicht berühmt werden? Mass murderer, but they want to be a vielleicht nicht gerade ein berühmter Massenmörder, aber berühmt wollen alle werden. Und Harris und Klebold wollten das auch. Harris and Klebold wanted fame different than other kids, but they wanted fame. Ich hoffe, jemand wird ein Buch über mich schreiben. Sicher mit einer Menge Symbolen und Metaphern im Gegensatz zu der scheiß Realität hier. Aber es wäre verdammt scheiß gut, wenn das Buch endlich geschrieben wäre. We reached out to the family members of those that lost children at Columbine and the ones that were actually wounded, 23 of those, I believe. Wir haben uns die Entscheidung, die persönlichen Dokumente von Eric Harris und Dylan Klebold zu veröffentlichen, nicht leicht gemacht. Certainly there's things in there that are a little bit disturbing, but certainly it had
Sicherlich sind das verstörende Dokumente, aber wir haben die Familien der Opfer gefragt und die meisten von ihnen antworteten, es könnte der Öffentlichkeit und betroffenen Eltern helfen, wenn sie Ähnliches bei ihren eigenen Kindern beobachten. She starts whispering now because they have come into the library. Harris and Klebold are now in the library. Patty, die Lehrerin, fängt jetzt an zu flüstern, weil Harris und Klebold in der Bibliothek sind. What's your name, ma'am? Patty? Patty leaves the phone off the hook now, and this is one of the most terrible audio tapes you can listen to. Patty, die verwundet da liegt, lässt das Telefon an. Das ist eines der fürchterlichsten Tonbänder, die es gibt. Because that's the kids getting killed. His entry in his day timer that the students are given that was dated on Mother's Day. Für den Muttertag, also zwei Wochen nach dem Columbine-Anschlag, hatte Eric in seinen Kalender notiert und er wusste, dass er dann tot sein würde. Ein Shakespeare-Zitat. Gute Schöße haben böse Söhne geboren. William Shakespeare and says, good wombs have borne bad sons. Es berührt mich noch immer. Ein intelligenter junger Mann, der verstand, was er war. Gute Schöße haben böse Söhne geboren. Good wombs have borne bad sons. Hass, mehr Hass. Die Geschichte von Eric und Dylan. Von Joachim Gärtner. Mit Marek Harloff als Dylan und Florian Lukas als Eric. Sowie Esther Hausmann, Anne Moll, Markus Scheumann, Bernhard Schütz, Michael Wittenborn und Tom Zahner. Technische Realisation Olaf Dettinger. Musik C. Schulz und FX Randomitz. Gitarre Josef Suchi. Bass Machines Bupi Kolinjes. Regieassistenz Roman Podeschwar. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.